Radio SKU. Das Schulradio der städtischen Grundschule Eupen-Unterstadt. Wir machen Kinderradio. Hey Kinder, willkommen zur 94. Sendung von Radio SKU. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Euer Radioteam diese Woche: Raphael, Jasmin, William und Theresa. Wir stellen uns vor. Ich bin Theresa, ich bin 6 Jahre alt, ich gehe in der 1. Klasse. Mein Hobby ist Reiten. Ich bin Jasmin, ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse. Meine Hobbys sind Fußball und Sport. Ich bin William, ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse. Mein Hobby ist Fußballspielen. Ich bin Raphael und gehe in der 1. Klasse. Meine Hobbys sind Fußballspielen und Basketballspielen. Und damit zu unserem Thema der Woche. Diese Woche geht es um das Thema, das wirklich jedem im Moment beschäftigt. Es ist die Kälte, die wir momentan erleben. Temperaturen bis minus 14 Grad sind nachts möglich. Aber auch über Tag liegen die Temperaturen im Minusbereich. Wir haben einmal Leute befragt, wie sie sich vor der Kälte schützen. Entschuldigung, dürften wir Ihnen eine Frage stellen? Was denn? Ja. Wie Sie sich vor der Kälte schützen? Ja, mit Schal und dicke Jacke. Okay, danke. Gut warm anziehen. Und Tee trinken. Danke. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, gerne. Wie schützen Sie sich vor der Kälte? Oh, ich ziehe mich warm an. Und was noch? Ich bin viel an der frischen Luft, also so schnell habe ich nicht kalt. Gut anziehen, das Gesicht eincremen, damit der Wind nicht zu sehr beißt. Und das war's dann schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gerne. Entschuldigen Sie mal bitte, dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Ja, je nachdem welche. Ja, welche willst du denn? Wie schützen Sie sich vor der Kälte? Ah, indem man sich warm anzieht. Und was noch? Ja, und gut eincremen im Gesicht, damit im Gesicht gut geschützt ist. Und gute Handschuhe und ja, und auch gute Schuhe. Ha? Vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung, dürfen wir euch eine Frage stellen? Ja, dürft ihr. Wie schützen Sie sich vor der Kälte? Draußen? Ja, indem man sich warm anzieht, Mütze anzieht, Handschuhe anzieht, die Haut gut eincremt. Ja, schöne warme Schuhe und bewegen. Okay, danke. Entschuldigung, können wir eine Frage stellen? Wie schützen Sie sich vor der Kälte? Ganz viel warme Klamotten anziehen, auf jeden Fall immer dicke Socken anziehen und gute Schuhe. Danke. Wie schützen Sie sich vor der Kälte? Schön anziehen, schön anziehen. Eine Mütze, Schal, Handschuh und auf jeden Fall, wie ich nicht mit die Haare nass herausgehen. Danke. Bitteschön. Unser Jahresthema ist ja der Weltraum. Lukas aus dem 1. Schuljahr hat uns diese Woche mit einem Modell unseres Sonnensystems überrascht. Er hat eine tolle Arbeit gebastelt und wir haben ihn darüber interviewt. Lukas, was hast du denn da gebastelt? Ein Sonnensystem mit der Sonne und den Planeten. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe mich so für Weltraum interessiert. Dann habe ich an meinen Eltern gesagt, können wir mal ein Sonnensystem basteln. Wie lange habt ihr gebraucht? Ein Tag. Was war das Schwierigste? Das Aussägen und Löcher bohren. Wie funktioniert das Ganze? Also die Sonne steht im Mittelpunkt von allen Planeten und die Planeten kreisen alle um die Sonne herum. Und wer braucht am längsten? Der Neptun. Und am wenigsten? Der Merkur. Wie habt ihr das denn mit den Kugeln gemacht? Aus Styroporkugeln und die haben wir dann so angemalt. Wie heißt der Planet? Der mit dem Ring drum, der heißt Saturn.
Und wie habt ihr ihn irgendwie gemacht? Mit Styroporkugeln angemalt, dann übergeschnitten und dann Moosgummi da drin geklebt und dann wieder zugemacht. Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Arbeit. Dankeschön. Jetzt schalten wir zu, Mr. Pet. Viel Spaß. Schniff, schnapp, schnuff. Schnuff, schnuff, schniff. Hallo, liebe Kinder. Hier ist Mr. Pet. Ja, ich hoffe, es geht euch gut bei dieser knirrenden Kälte. Mir ist ja schon die Nase eingefroren. Ja, und heute ist das erste Schuljahr wieder dran. Dankeschön an Theresa und Raphael, die haben das toll gemacht mit der heutigen Sendung. Ja, und das Geschenkkärtchen ist unter einem Stuhl versteckt in der ersten Klasse. Schaut mal, ob ihr es findet, das Geschenkkärtchen. Ich drücke euch die Daumen. Tschüss und packt euch warm ein, damit ihr nicht kalt bekommt. Dankeschön, Mr. Pet. Der geheimste Geheimagent ist wieder unterwegs. Bündchen, Jimmy Bündchen. Bündchen hatte einen neuen Auftrag im Hotel 4 Tageszeiten ergattert. Er soll den Präsident von Schlummerland unbedingt am Einschlafen hindern. Er schnarcht nämlich so laut, dass davon die Gebäude in der Nachbarschaft reihenweise einstürzen. Mein Name ist Bündchen. Jimmy Bündchen. Der geheimste Geheimagent der Welt. Nicht mal Frau Dr. Bauer, meine Gedächtnistrainerin, kennt mich. Ach, Bündchen, Bündchen, ich erinnere mich nicht. Heute der Präsident von Schlummerland. 11. Juli, 20.45 Uhr. Teste gerade meine neue Agenteneinbruchsicherung. Schon beim kleinsten Geräusch wird automatisch ein Sprengsatz gezündet und... Bündchen, Jimmy Bündchen. Bündchen, wir haben einen neuen Auftrag für Sie. Echt cool. Schießen Sie los. Der Präsident von Schlummerland ist im Hotel 4 Tageszeiten abgestiegen. Leider schnarcht der Mann so laut, dass schon 2 Gebäude seinetwegen eingestürzt sind. Bündchen, der Mann darf heute Nacht auf keinen Fall einschlafen. Okay, Chef, wird gemacht. 22.40 Uhr. Komme im Hotel 4 Tageszeiten an. Der Präsident von Schlummerland hat Zimmer 112. Herein. Nabend, mein Name ist Bündchen, Jimmy Bündchen, ich bin vom Sicherheitsdienst. Ja gut, dann bitte verhalten Sie sich ruhig, ich möchte mich nämlich jetzt schlafen legen. Schlafen können Sie doch Ihr ganzes Leben. Hören Sie, haben Sie Lust auf eine Runde Mau Mau? Wissen Sie, ich bin sehr müde, ich könnte im Stehen einschlafen. Wenn Sie schon mal stehen, kennen Sie diesen verrückten neuen Tanz von den 5 Schnuckels? Der geht so, hoch das Bein, auf die Seite und herum. So, und jetzt Sie, kommen Sie. Ich habe einen Jetlag, ich kann nicht mehr, ich muss... Ah, Jetlag, ja, diese Düsenjets, die sind aber auch laut. Aber fliegen tun wir doch alle gerne. Fliegen Sie mit. 8 Uhr am nächsten Morgen. Schlummerland? Gungo von Schlummerland? Schlummerland? Spreche ich nicht mit Bündchen? Ah, der verrückte kleine Mann, der mich die ganze Nacht nicht schlafen ließ. Der liegt auf dem Sofa und schnarcht. Noch ein bisschen lauter und ich glaube, das Hotel stürzt ein. 8.30 Uhr. Schlafe immer noch tief und fest und träume davon, wie ich mit dem Präsidenten durch Schlummerland spaziere. Hoffentlich wache ich erst auf, wenn wir am Strand liegen. Jimmy Bündchen. Der geheimste Geheimagent der Welt. Jetzt kommt Olivier mit die Geburtstagskinder der Woche. Und jetzt die Geburtstagskinder der Woche. Die Geburtstagskinder sind Lucia und Asra. Herzlich Glückwunsch für ihre Geburtstag. Bring mal eine Kuchen für ihre Schule. Wenn hast du einen Geburtstag, bring mal eine Kuchen. Und hier kommt die Auflösung unseres Gewinnspiels. Ihr sollt uns ja sagen, wie viele Pferde im Eupener Rosenmontags unterwegs waren. Die richtige Antwort war 18. Unter allen richtigen haben wir einen Gewinner gezogen. Herzlichen Glückwunsch, Michelle aus der 5. Klasse. Und
Und hier jetzt unser neues Gewinnspiel. Beantwortet folgende Frage. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem, welches Lukas auch gebastelt hat? Ich wiederhole. Wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? Ein Tipp, Lukas Modell steht in der ersten Klasse. Dort könnt ihr es auch nochmal angucken. Wir wünschen euch viel Glück. Präsentiert die Aktion Ich schenke dir ein Lied. Ich bin Luan aus der 4. Klasse. Ich schenke das Lied William und Louis. Botschaft, weil ihr die Besten seid. Lied Mark Foster, Kokon. Ich bin Ayub aus dem 6. Ich schenke das Lied Alessandro, Jean und Malo. Meine Botschaft, weil ihr die Besten seid. Lied Toxic on New Body. Ich bin Delay aus dem 1. Jahr vom Athenäum. Ich schenke das Lied euch allen. Meine Botschaft, ich wünsche euch noch ein schönes Schuljahr. Lied Personal von HRVY. Das war unsere neueste Sendung. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Mittag und sagen bis bald. Euer Radioteam heute war Jasmin, William, Raphael und Theresa.